ist das auch so, dass es von dem Charakter einer Verwerfung, nicht nur einer Verdrängung her, so, dass auch die Menschheit insgesamt alle die entscheidenden Wirklichkeitsmerkmale völlig verwerfen, sowohl das Sexuelle schieben sie in das so Selbstverständliche, in die Oberfläche der Verwerfung, als auch die Verunwirklichung ihres Seins, das Nichtbemerken, dass das Reale nicht da ist, dass der Körper nicht da ist, dass sie nicht mal mehr wissen, dass sie nicht mehr existieren. Alles das wird in die Dissoziation eingeführt als Grundspaltung und die letzte Formel der Unmöglichkeit gegen die andere Unmöglichkeit geteilt durch die dritte Unmöglichkeit, die wir ausgeführt haben, wird erst recht in das Register der Verwerfung geschoben. Es geht sogar so weit, dass die weisesten Seelenforscher die Vergegenwärtigung des Seins dann in die Verunwirklichung selbst als das Hiersein, als das authentische Hiersein erkannt haben und dann Parmenides sagen ließen, wenn die Unwirklichkeit die Wirklichkeit ist, verhält sich das so ähnlich, wie wenn man sagt, wie kann ein Nichts existieren, wenn man doch in dem Moment die Vorstellung des Nichts mit einer Wortvorstellung belegen muss, um etwas zu denken und zu benennen, das dann nicht nicht sein kann. Bei dem Verhältnis von Unwirklichkeit zu Wirklichkeit wird die Dissoziation selbst genauso wenig bemerkt wie dem Ich denke, also bin ich, in dem Zweifel, dass ich denke, das bemerkenswerterweise sich selber nicht anzweifelt, aber der Schluss auf das Existenzurteil ist falsch oder ist einfach nur analogisiert, denn ich bin immer da, wo ich nicht denke und ich denke immer da, wo ich nicht bin. Das Gleiche ist in der Dialektik, die weder Negation noch Verwerfung ist, mit der Unwirklichkeit, so wie das Frau Freud auch mit dem Begriff Unbewusstes sagt, wo er sagt, jetzt weiß ich den lateinischen Begriff nicht mehr, also dass er mangels besserer Möglichkeiten diesen in sich paradoxen Begriff gewählt hat, wie kann etwas Unbewusstes sein, dass das Wort Bewusstsein schon in sich trägt. Das Gleiche ist das mit dem Wirklichen, mit der Verunwirklichung. Wie kann das Unwirkliche da sein, dass die Menschen nicht mehr bemerken, dass die ständig ihr Grundgefühl ist und sie begleitet. Sie bemerken es nicht, weil sie müssen handeln, sie müssen handlungsfähig bleiben. Sie dürfen den Traum, den sie als Schlaf im Traum leben, nicht bemerken, sondern müssen so tun, als ob sie irgendetwas bewirken würden in ihren Aktionismen. Also dieses unwirkliche Gefühl, das sie ständig begleitet, als das authentischste überhaupt. Wie kann also dieses Unwirkliche eigentlich unwirklich sein, so wie das Unbewusste, das das Bewusstsein enthält? Wenn das Unwirkliche das Wort Wirklichkeit bereits enthält, dann müsste sozusagen im platonischen Analogismus hinter diesem unwirklichen Schein die wahre Wirklichkeit des Seins stecken. Aber an einem Punkt hat dieser verrückte Philosoph, der nun mit einem Totalitarismus auftritt, recht. Der Schein ist vor dem Sein, die Abwesenheit ist vor der Anwesenheit, die Anwesenheit ist verworfen beim Menschen. Das heißt, die Unwirklichkeit ist die authentischere Grundform des Seins und wenn wir bereits immer schon als Körper in diesem Schein sind, der unsere Vorstellung, unsere Wahrnehmung ist, so eben als authentisches unwirklich scheinend. Und dann so zu tun, als ob die authentischere Wirklichkeit die Wirklichkeit selber wäre, ist ein Irrtum. Es gibt diese authentischere an sich Wirklichkeit, das Ding an sich, nicht mehr beim Menschen, weil seitdem er in die Sprache eingetaucht ist, das Reale
unweigerlich verloren ist, immer verloren ist, verloren sein muss. Die Tödlichkeitsgrenze muss das so konstruieren, damit Bewusstsein auftaucht. Sobald Bewusstsein und Vorstellung und Denken auftaucht, nämlich Reflexionsdenken, ist das vorher gedankenlose Sein auf immer verschwunden. Das ist absolute Notwendigkeit des Apparats. Und dann zurückzuschließen, dass es ein wirkliches, reales innerhalb des eigentlich authentischen Unwirklichen gäbe, ist eben ein Trugschluss. Die aufklaffendste Erkenntnis der Zen-Buddhisten besteht auch immer darin, gerade diesen Unwirklichkeitszustand des, man muss gar nicht Schein sagen, man muss auch nicht Maya sagen, sondern eben diesen Augenblick der Vorstellung per se als das zu nehmen, was er ist und immer schon sein war und immer sein wird, nämlich als irreduzibler Moment, der von niemandem mehr genommen werden kann, wenn er einmal eingefroren ist in das Bedeutungsbewusstsein, dass man es erhoben hatte in den Rang dessen, dass nur dies die einzige Möglichkeit unter allen Unmöglichkeiten gewesen sein konnte, die sich eben einstellte in dem Moment einer Unwirklichkeit, die die einzig authentische ist. Dieses ist dann wahrscheinlich auch der Ansatzpunkt der Leidensvorstellung des Buddha, denn man gelangt nie in das echte Ding zurück. Man wird immer in dieser Verunwirklichungsstruktur, die die authentische des Körpers, gefangen bleiben. Und ob dieses Mangelrisses, ob dieses Mankos, ob dieses verloren gegangenen Fehlers entsteht eben die Kette der Fortsetzungsreihe von Neustopfkörpern, die auch zurück wieder wollen in die wirkliche Wirklichkeit, aber auch sie werden dann geschlagen werden mit der Tatsache, dass es nur das Mangeldasein, das geschlechtete Sein, das tödliche Sein gibt, das nur zu leben vermag in der authentischen Unwirklichkeit ihres nicht zu sich selber kommenden Seins in einem selber nicht zu sich selber kommenden Existierenden, das schließlich nicht nichts ist nach Parmenides. Aber seien wir getrost darüber, denn wir wären verloren, wenn wir nicht verloren wären. Denn nur durch diese Distanz, durch diese Dissoziation des Sexuellen, des Unmöglichen, des Theriotischen, des Unabweisbaren, des Schweinischen, des Körperlichen, des Verderblichen, des Weichfleischlichen, ist erst dieser Abstand, dieser Ekel, dieses Entsetzen, dieses Aufbäumen entstanden. All dies sich ansehen zu machen und zu fragen, was es damit auf sich hat, mit diesen Empfindungen und Denkungen, die immer zu sich selber kommen wollen, aber nie ganz zu sich selber kommen konnten. Und so lautet die Wahrnehmungsformel: Es gibt immer nur eine Wahrheit, denn eine Wahrheit ist immer nur eine artifizielle, symbolische Setzung des unnatürlichsten Wesens auf der Welt, des Menschen. Die ganze Wahrheit, die nie ganz ganze Wahrheit sein kann, ist immer nur die eine Unmöglichkeit gegen die andere anaximandrische Unmöglichkeit, dividiert durch die dritte übermächtige Rhizom-Wahrheit dieses Prakriti, dieses Lebenswillens, dieses Keimplasmas, das mit uns anstellt, was es will. Auch diese Dissoziation, dass es da einen Lebenswillen gibt, jenseits von Wille und Vorstellung, gehört zu der Dissoziationsstruktur dazu, hat mit Realem nichts zu tun, sondern ist einfach die Erfahrung, dass der Körper aus sich selbst einem Strukturprinzip unterliegt, das nicht wissen muss, um zu wissen, was es da zu tun hat, und dass da irgendetwas abgespalten wurde als dissoziative Maschinerien, die dann Freud differenziert zwischen Es, über Ich und Ich, als Interface zu einer vorgestellten Welt, die wiederum diesen
Mangel Risskluftspaltungen unterliegt, damit sie sich überhaupt vorstellen kann, damit sie genügend Abstand gewinnen kann, um jenen Projektor, diesen Projektionsraum darzustellen, der von Freud beschrieben wird im Buch 17, glaube ich, dass das Nichts, Nicht-Kanns ausgedehnter Raum oder Spinozas ausgedehnter Raum oder Kants ausgedehnte A priori sind, sondern dass die Welt nichts anderes ist als innerpsychischer ausgedehnter Raum, der nach außen projiziert wird. Jetzt reicht's wieder für heute.